Militärmaschinen, die sich gegenseitig begleiten. Einmal aus einer russischen Maschine herausgefilmt. Einmal aus einem niederländischen Kampfjet, die russischen Maschinen auf der anderen Seite. Aktuelle Aufnahmen. Auch eine Passagiermaschine der skandinavischen Fluglinie SAS ist betroffen. 132 Passagiere sind im März 2014 auf dem Weg von Kopenhagen nach Rom. Was keiner ahnt, mitten über der Ostsee fliegt ein offensichtlich russisches Spionageflugzeug auf die Passagiermaschine zu. Der Militärflieger hat seinen Transponder ausgeschaltet. Damit taucht er auf keinem zivilen Radar auf. Der Abstand soll nur rund 90 Meter betragen haben, erfahren wir von schwedischen Behörden. Nur dank guter Sicht und einer Vorwarnung durch westliche Militärs geht alles gut aus. Cowboyhaftes, hochgefährliches, fast kriminelles Verhalten im Sinne der Gefährdung des zivilen Luftverkehrs. Das kann nicht sein. Ein ähnlicher Vorfall mit größerem Abstand ereignete sich erst im Dezember, wieder über der Ostsee, etwa zwischen Schweden und der Insel Rügen. Wir haben mehrere Beinahe-Kollisionen schon gehabt. Das kommt nicht so lautstark in die Öffentlichkeit, aber die Berichte kriegen wir ja auf den Tisch. Mehr Militärmanöver und Provokationen durch Russland. Und als Reaktion Militärmanöver der NATO. Und sie fängt immer mehr Maschinen ab. Speziell der Luftraum über der Ostsee wird voll. Hier fangen niederländische F-16-Kampfflugzeuge russische Bomber ab. Und hier flucht ein norwegischer Kampfjet-Pilot. Er weicht einem russischen Kampfflugzeug aus. Erst Ende 2014 kam der Vorfall an die Öffentlichkeit. Angesichts von immer mehr Vorfällen, glaube ich, ist es keine Frage, ob etwas passiert, sondern nur noch wann. Wie häufig sind diese Zwischenfälle? Unsere Recherchen führen nach London. Wir treffen Ian Kearns, den Direktor der Denkfabrik European Leadership Network. Über 60 Zwischenfälle hat er untersucht, darunter auch Vorfälle mit hohem Risiko einer unkontrollierten Eskalation. Das russische Militär ist gewiss so aktiv wie seit dem Ende des Kalten Krieges nicht mehr. Sowohl wie sie handeln, aber auch im Ausmaß waren sie seit 25 Jahren nicht mehr so aktiv. Seit dem Beginn der Ukraine-Krise immer mehr Vorfälle, speziell über der Ostsee. Wie gefährlich sind die? Wir fragen General John McCall. Er hat bis 2011 bei der NATO das oberste Hauptquartier der alliierten Streitkräfte in Europa geleitet. Je mehr dieser waghalsigen Vorfälle passieren, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass jemand mit einem adrenalin-gesteuerten Fehler die Regeln bricht. Brisant, die NATO bestätigt uns, dass die Militärs heute, anders als im Kalten Krieg, keine Routine mehr darin haben, miteinander zu reden, um eine Eskalation, zum Beispiel bei einem Zusammenstoß, im letzten Moment abzuwenden. Auch dafür wurde 2002 der NATO-Russland-Rat gegründet, damit die Militärs beider Seiten im Einsatz einen permanenten Draht zueinander haben. Doch der wurde weitgehend ausgesetzt. Nach dem letzten NATO-Gipfel kam zumindest im Dezember der Beschluss, einen Dialog wiederzubeleben. Bisher passiert das aber kaum. Es ist nicht clever, nur eine Symbolpolitik zu betreiben und alle Dialogkanäle abzubrechen. Gerade in einer Zeit, in der die Gefahren so groß sind und wir mehr Dialog brauchen. Auch die Bundesregierung hat dafür gestimmt, den militärischen Dialog beim NATO-Russland-Rat faktisch auszusetzen. Warum? Wir fragen den Russland-Beauftragten der Bundesregierung und der stellt die Entscheidung heute in Frage. Es ist eine komische Sache, dass eine solche Einrichtung, die eben gerade Krisenmanagement ermöglichen soll, dann, wenn eine Krise kommt, stillgelegt wird. Das sind Reflexe. Sie haben es ja mit beschlossen. Das sind Reflexe, die sehr bedauerlich sind, aber wir versuchen eben die Folgen abzumildern davon. Doch es gibt mehr NATO-Manöver. Und als neue Stufe der Eskalation nehmen russische Kampfjets die NATO-Schiffe ins Visier für gefährliche Scheinangriffe. Eine falsche Reaktion könnte fatale Folgen haben. Der russische Botschafter bei der NATO gibt uns heute ein Interview.
Er äußert sich auch zur russischen Nukleardrohung gegenüber Dänemark, falls es sich dem geplanten NATO-Schutzschild anschließt. Wir werden natürlich alle notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Sicherheit zu gewährleisten. Vor 3 Jahren hat der russische Präsident mögliche russische Schritte erklärt. Das ist für unsere Partner also keine Überraschung. Wir sprechen Alexander Gruschko auf die gestiegenen Militärmanöver an. Das Problem heute ist nicht Russlands verstärkte militärische Aktivität, sondern die der NATO. Wir fliegen in voller Übereinstimmung mit internationalen Gesetzen und Bestimmungen. Die NATO gibt uns kein Interview, schreibt, ihre Maßnahmen mit defensivem Charakter hätten aufgrund der aggressiven russischen Politik erhöht werden müssen. Und es seien russische Flieger, die oft nicht von der Flugsicherung wahrgenommen werden könnten. Die NATO halte sich an internationale Sicherheitsstandards. Wolfgang Ischinger appelliert an beide Seiten, sich endlich zusammenzusetzen. Wir können nicht so weitermachen, wie sich das in den letzten 10 Monaten entwickelt hat. Das wäre verhängnisvoll für die europäische Sicherheit.